Ja, Kinders, willkommen zum heutigen Sonntagstest, mal wieder von der Sura. Wunderhübsch, oder? Aber hier wollen wir nicht hin. Ich bin gut ausgestattet. Ich bin ausgestattet mit einem Potpourri an Köfi. Ja, ich habe alles. Alles. Naja, nicht alles, aber fast. Ich habe Laube, Kaulbarsch, Barsch, Rotauge. Ich glaube, ich habe sogar eine Güster. Ich weiß das nicht. Mein Briefkasten war voll. Ich habe ihn leer gemacht, habe alles im Sechser verangelt. Und dann war mein Briefkasten wieder voll. So nämlich. Der gute Moppel ist ziemlich aktiv zurzeit und stippt und fiedert und winkelpickert und was weiß ich nicht alles. Was das Leben so hergibt, habe ich das Gefühl. Und mein Job ist es jetzt, dieses Fischbuffet irgendwie am Mann zu kriegen, ja, Abnehmer zu finden, fröhliche Abnehmer. Und dafür bin ich auf dem Weg zu einem Spot, den ich erst einmal vorgestellt habe, beziehungsweise erst einmal getestet habe damals, bei dem Totholz hier hinten. Und das ist echt lange her, dass ich hier war. Und das wollen wir uns auch mal angucken. Damals war der Steinschill da ziemlich aktiv unterwegs. Und auch der Barsch, aber auch Evan Ann, der mit den großen Augen. Da ist das Geschoss, das Objekt der Begierde. Dieses Totholz aus der Hölle. Gut, ich bereite mal alles vor und dann hauen wir mal was gegen. So. Ich denke mal, mit einem 20-Meter-Clip macht man hier nichts verkehrt. Dann landen wir vor dem Totholz. Knapp. Auf jeden Fall sieht es von hier so aus. Da kann man sich auch eher mal täuschen, wie weit das wirklich draußen ist, durch die Spiegelung im Wasser. Aber viel weiter würde ich wahrscheinlich nicht reinschmeißen. Ansonsten habt ihr einen richtig, richtig großen Stockfisch am Haken und den wollt ihr nicht haben. Gucken wir mal, was haben wir mit? Laube haben wir mit, den ollen Kaulbarsch haben wir mit und die Wunderwaffe für Hecht, angeblich. Den Barsch. Der war mal frisch. Und seitdem ist er auf dieser Route. Was soll ich sagen? Er reiht sich ein in die, ja, Elite der Köfis. So, nur mal für einen Überblick, was ich hier alles im Kescher habe. Ja, das ist ein bisschen was. So, neue Barsche habe ich auch wieder bekommen. Sehr nett, danke, Moppel. Weiß ich nicht. Schwierig zurzeit. Gründling, Rotaugen, Lauben, Güster. Ha, wusste ich's doch. Güster habe ich auch. Sehr gut. Und Gründlinge. Alles, was wir brauchen, um hier nichts zu fangen. Na, das werden wir jetzt gewahr. Die Bachschmerle wäre hier unangebracht. Die Tschulka-Sardine bräuchten wir hier auch nicht. Ja, Tunguska-Rotauge ist hier auch viel am Platz. Also alles, was wir so jetzt im Kescher haben. Auch den Barsch. Das Einzige, was fehlt, ist Karausche und Giebel, aber wir wollen es echt nicht übertreiben. Ja, den Barsch fühle ich vielleicht noch irgendwo, dass ich sage, ja, das kann wohl mal passieren, dass da irgendwie ein Fisch drauf geht. So. Blinder. So ein Verwerter. Aber Giebel und Karausche, Kinders, da habe ich ja noch weniger mitgefangen als mit dem Barsch. Und mit dem Barsch habe ich schon nie was gefangen. Also kann man sich ausrechnen, was ich mit Giebel und Karausche schon an der Schnur bekommen habe. Minus drei Fische oder sowas. Na gut. Sieht auch tot aus hier. Lassen wir uns überraschen.
Na, ein Rapfen. 1,94 Kilo auf der Laube. Auf dem Kaulbarsch. Gibt bis jetzt gar nichts. Barsch habe ich rausgeholt. Wollte hier einfach mal gucken, was auf Jig geht, aber da geht mal gar nichts. Barsch geht auch nichts. Also machen wir die Laube wieder drauf. Und kleiner Steinschill. Eingelaufen. Also Steinschill, Rapfen 1,94 Kilo. Ab 3 Kilo wird das Tier interessant. Wie die meisten Tiere, wie ich immer sage, 3 Kilo wird das Tier interessant. Ist aber tatsächlich so. Vom Silbergehalt her, Rapfen, Hecht, Zander, egal was ihr da nehmt, ab 3 Kilo wird es interessant. Fakt. Alles darunter langweilig. Außer der Steinschill, der wird schon ab 1,5 Kilo interessant. 3 Kilo wäre wohl ein bisschen... Das wäre dann eine goldblau-silberne Sternplakette. Na, mal gucken, ob das so weitergeht. Die Frequenz ist ermüdend, sagen wir es mal so. Es ist jetzt nicht so wie beim ersten Mal, wo ich hier war. Aber durch die ganze Patch Parade weiß man ja auch nie. Wie, was, wo geht. Auf Kaulbarsch war hier bis jetzt noch gar nichts. Auf dem Barsch, wie gesagt, auch nicht. Ich könnte den Kaulbarsch mal tauschen gegen ein Rotauge oder eine Güster. Die Laube bringt ja was an der Schnur. Das haben wir ja jetzt festgestellt. Lauben habe ich genügend. Gründling könnte ich auch noch testen. Ich nehme mal erstmal ein rotes Auge. Ein Rotauge. Zack. Da klappe ich mal direkt vor dieser Holzwand da. Da will man auch nicht rein mit der Montage, ne? Will man einfach nicht. Und normalerweise würde ich hier tatsächlich einen ganz anderen Kameraden vermuten. Und er hat ein breiteres Maul als der Steinschill. Na gut, also Laube bringt Rapfen und den kleinen Steinschill hier. Kaulbarsch ist jetzt nichts, der Barsch. Ist auch bei Verdi. Gucken wir mal. Jetzt haben wir zwei Routen auf Laube und eine auf Rotauge. Dann werden wir mit der Laube, den gängigen Köfi, hier weiter fischen, damit wir überhaupt was an der Schnur kriegen. Wer weiß, vielleicht ändert sich das noch gegen Abend. Und die erste Route nehme ich zum Testen auf andere Köfis. So machen wir das. Wieder ein Rapfen auf Laube. Interessant. Ich bin der Meinung, dass man den Rapfen hier braucht. An der Sura. Ich weiß es nicht genau. Doch, braucht man. Steinschill und Zander habe ich ja schon. Das ist ja interessant. Wenn hier der Rappen sitzt auf der Laube. Groß 4. Da ist nichts dran. Ach, du ahnst es nicht. Ist direkt. Die haben wir gerade reingeschmissen. Groß 4 kann ich mal tauschen. Das ist wieder ein Rapfen, bloß ein klein. Gerade den Haken auf riesig gesetzt und das Tier wird klein. Interessant. Und der Groß-4-Haken, der kleiner ist als der riesig, rührt sich gar nicht. Okay. Na, das ist mir zu dick. Ich nehme mal einen schlanken. Ich bleibe erstmal bei Laube. Exakt. Oha, das Rotauge meldet sich.
Ich bin mal gespannt, ob es jetzt einen Hecht gibt oder einen kleinen Barsch. Dick ist das Tier auf jeden Fall nicht. Das sind Steinschellen, ne? Yep. Okay. Rotauge Steinschell. Gründling. Ein bisschen Bewegung in der Sache, ein bisschen ist jetzt aber noch nicht so wirklich, ist nicht zu vergleichen mit einem Sechser an der Donetz. Aber die Tiere sind halt interessant, ne? Rapfen ist wirklich interessant, da man den Rapfen hier braucht als Trophy, den Steinschill sowieso und den Zander auch. Und wenn wir hier Steinschill und Rapfen sitzen haben, sind da schon mal zwei Fischfarben, die man hier braucht an der Suche. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt, was noch so geht. Auf die Kameraden. Und was bringt der riesige Einshaken? Ach, warten, Kinder. So, jetzt haben wir auch noch einen Hit auf dem Gründling, wenn ich das richtig sehe. Gucken, was der eine Schnur zaubert. Wieder ein Steinschild. Ab und an mal reingucken in die Routenmontagen, das kennt ihr ja schon. Dann ab und zu gibt es ja auch mal einen Ableger. Den Zander gibt es hier ja auch an Asura. Und er macht das ja auch mal gerne. Schnappt sich euren Köders und dann Ende im Gelände, sagt er. Mehr brauche ich nicht machen, sagt er. Fisch im Maul, Feierabend. Ja, Viertelstunde stehen wir jetzt bei diesem Sonntagstest am Totholz. Haben vier Steinschillis, drei Rapfen und ein Barsch. Jetzt ist Abend. Ich denke mal, dass der Steinschill jetzt überwiegen wird. Gehe ich einfach mal von aus. Ich hoffe es auf jeden Fall. Lieber Steinschill als den ollen Flussbarsch. Weil der Steinschill bringt ja wenigstens ein bisschen Asche in die Tasche. Und wer weiß, vielleicht haben wir Glück. Wir bekommen den Kameraden hier auch als Trophy an der Schnur. Das wird dann nochmal richtig knallen. Ne? Ne, also Aktion ist ja eine Bänder. Ne? Man sieht ja, wie die Köfis hoch und runter Eiern. Vor, zurück, als würden sie weg wollen. Ach, hier geklaut. Das habe ich auch ziemlich selten, dass sie den Köder einfach klauen. Also das habe ich echt ganz, ganz selten gehabt. Ohne Biss, ohne alles. Köder ist weg. Das ist frech. Und dann auch noch so einen guten Gründling. So, riesig Einshaken bringt den zweiten Rapfen wahrscheinlich ohne Haken, ne? Das ärgert mich. Das werden wir ändern, weil das ist Müll. Das ist mir egal, ob du jetzt klingelst. Das kann ja irgendwo nicht Sinn der Sache sein, dass ich mit einem größeren Haken kleinere Tiere fange. Also, dieses Game regt mich ab und zu immer noch richtig hart auf. Okay, der reißt jetzt auch nicht Wurst vom Teller. Aber das war schon dreist hier. Den Köder vom Haken geklaut. Unglaublich, das hatte ich glaube ich ja zweimal. Ja, ohne Hit, ohne irgendwas, ohne Anzeichen, Köder weg. Oder der hat sich losgerissen. Das ist ein Houdini oder sowas. Ich weiß das nicht. Eigenartig.
Na gut. Mal gucken, was in der Nacht so geht. Wahrscheinlich Quabbel und Wels. Bitte kein Wels. Das ist so ein richtiger Abstieg bei den Gewichten hier. 700, 500, 300. Angefangen bei 1,9, 1,3. Unglaublich. Und auf dem Kaulbarsch haben die richtig Bock hier. Zumindest in der Nacht. Und jetzt auch nicht mehr. Welcher ist er? Der Lümmel. Gründling. Und das war auf dem Kaulbarsch. Hatte ich rausgeschmissen. Aufgeklatscht. Krumm die Rute. Deswegen dachte ich eigentlich, ich hätte es eben klingeln hören hier auf dem Kaulbarsch. Habe ich mich wohl getäuscht. Aber wie gesagt, ne, das ist auch echt ulkig, ja. Mal wieder ein bisschen was Größeres. Ein Barsch, ne? Ja. Okay. Besser als ein nicht gehackter Rapfen mit 300 Gramm. Na gut. So, die Morgendämmerung beginnt gleich. Irgendwo ist er. Da geht der Jüster unter. Also die Säufersonne verlässt den Horizont und die normale Sonne sollte gleich aufgehen. Und dann schauen wir mal, was dann reinläuft, ob der Rapfen wiederkommt. Oder ist bei Steinschill Barsch. Na, je nachdem, was jetzt. Also wir haben. Barsche haben sich zurückgehalten tatsächlich. Steinschill haben wir 6 Stück. Und Rapfen haben wir auch 6 Stück. Also das ist wirklich 50-50, die beiden Fischfarben hier. Einzig Schöne ist, dass die Kameraden sich wirklich zurückhalten. Schade ist nur, dass diese Kameraden hier keinen Haken haben. Aber dafür haben wir ein paar Steinschillis mit Haken. Da geht bestimmt noch mehr. Da geht bestimmt was Schwereres, was Größeres. Einfach Geduld. Aber diese Riesig-1-Geschichte hat mich jetzt wirklich geärgert. Ja? Kaum hatte ich den Riesig-1-Haken drauf, wurden die Tiere extrem klein. Also das nervt mich immer wieder tierisch, dass wenn man sagt, oh geil, der Rapfen geht ein, da geht doch mal größer mit dem Haken, werden die Tiere kleiner. Das kann doch nicht. Das ist doch doof. Als ob kleinere Tiere sagen, oh. Da blitzt was aus dem Köder raus. Da muss ich aber drauf beißen. Verstehe ich manchmal nicht. Egal. Regt mich nicht weiter auf. Ich muss Fische fangen. Und ihr auch. So, Freunde. 4,5 Kilo Rapfen. Der ist interessant. Auf der Laube und auf dem Groß-1-Haken. Und ihr, ich versuche wirklich alles. Die Köfis loszuwerden. Ich schwöre bei Gott. Aber wenn ich schon gut im. Ist der Briefkasten wieder voll? Hoffentlich sind da Lauben bei. Die gehen gerade gut auf den Rapfen. Das ist manchmal so traurig. Küster. Ja, wieder so ein Barsch. Voll nett. Ich schreibe, wenn er fertig ist. Ja, also Steinschill, Rappen. Die beiden vorherrschenden Fischfarben sind Steinschill und Rappen. Beide braucht ihr hier für den Ehrenfischer. Rappen brauche ich selbst noch. 4,584 Kilo ist jetzt nicht so schlecht. Das gibt ordentlich Silber. Ab 3 Kilo wird das Tier interessant. Ja, Steinschild 8 und Rapfen 7. Hängt also ein bisschen nach. Ich hoffe, der nächste ist ein Rapfen. Wir wollen ja die Statistik nicht versauen. Und ich denke mal, das Steinschild wird jetzt gleich führen.
Außerdem hatte ich eigentlich vor, hier gleich nochmal durchzufiedern mit Seealge, denn ich habe hier damals okay, auch wenn ich die Statistik versau, egal. Damals angefangen mit Fieder, Seealge und Tauwurm und hat die Nase bekommen. Und auch die Nase braucht man hier als Trophy. Und die Nase lief hier ziemlich gut ein auf Seealge. Allerdings kam dann auch irgendwann der olle Karpfen um die Ecke. Wir können ja mal rein luschern. Trophäenmäßig an der ollen Sura. Danke. Die Kameraden stiegen dann auch ein und der auch. Also diese drei hier am Totholz auf Seealge. Erst die relativ gut und dann kamen die dazu. Und damals auf Fieder und da hatte ich auch die Karpfenruten, sag ich mal, so noch nicht so wirklich mit diesen Rollmontagen. War das echt unangenehmes Angeln. So, wer denn jetzt? Eins oder drei? Du bist es nicht. Dann ist es auch die 2. So, jetzt muss der Rapfen mal aufholen hier. Ah, Mini-Rapfen. Aber in der Statistik hängt da wieder nur einen hinterher. Zum Fischfetzen nehmen wir mit. Ich glaube, ich knall gleich mal die Büste drauf. Ah, das könnte wieder ein Rapfen sein. Auf den Kaulbarsch. Och, bitte. Das ist unfair. Das ist ein Barsch. Nee, ist ein Steinbarsch. Steinschild. Schöner Steinschild, 1 Kilo. Nehmen wir gerne mit. Jetzt geht das hier Schlag auf Schlag. Laube. Das ist aber ein normaler Barsch. Diesmal schon, ja. Das ist der dritte im Bunde, der sich hier verehrt. Na gut. Und wieder ein Rappen. Diesmal allerdings auf Rotauge. Denn auch die habe ich ja noch zur Verfügung und muss ich allmählich mal loswerden. Das hatte ich gerade reingeschmissen und da kam auch gleich der Hit drauf. Also das ging fast schneller als die Laube. Jetzt ist aber in den letzten paar Minuten ordentlich was eingestiegen, tatsächlich. 4 Barsche mittlerweile. Aber ist nicht schlimm. 10-mal der Steinschild. Ein Kilo-Tier. Gar nicht weit weg von der Trophy. Mit 1,5 Kilo hättet ihr hier die Trophy abgebacken. Auf Kaulbarsch tatsächlich. Rappen. Ja, das ist interessant. Das kann sich sehen lassen. Das gibt ein bisschen was an Silber. Ansonsten, die anderen geben auch ein bisschen was an Silber. Ne? Also Schneider Schwarz geht hier nicht nach Hause. Und den Flug habt ihr auch raus. Ach ja, ich habe gerade wieder ein paar neue Küfis bekommen. Sehr schön. Kennt ihr Sisyphus? Das war dieser Macker, wo immer dieser Stein runtergerollt ist im Berg. Und den muss er ganz klein machen. Ganz, ganz fein. Ja, und wenn er damit fertig war, wäre er von den Göttern verschont bzw. begnadigt gewesen. Aber es kam immer wieder ein neuer Stein, den er ganz, ganz klein hacken musste. Daher auch der Ausdruck Sisyphusarbeit. Also alles klein in klein machen. Und ja, jetzt habt ihr auch noch was gelernt. So ist das jetzt mit dem Briefkasten auch. Das ist Sisyphusarbeit. Aber ich freue mich. Danke, Moppel. So, 1 Stunde ist um. Ungefähr 1 Stunde, 2 Minuten. 24 Tiere konnten wir fischen. Rappen und Steinschill sind die Hauptfarben. Ein kleiner Alland und 4-mal der Flussbarsch. Das heißt, 19 Mal Tiere an der Schnur bekommen, die man braucht zum Ehrenfischer in einer Stunde. Und jetzt habe ich die Fieder mal ausgebracht mit Tauwurm, alle drei, einfach um zu gucken, geht der Steinschilder auch drauf.
zum Abend hin? Oder geht die Nase hier drauf? Oder ist es nur der Barsch, der hier drauf schlägt? Weil nicht jeder hat immer Köfis am Mann oder nicht jeder kann Köfis oder jeder will Köfis oder wie auch immer. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dann mit diversen Ausgleichsködern hier zu fischen, wie zum Beispiel den Tauwurm. Auch 20 Meter Clip. Ich habe überall einen Einerhaken drauf. Habe ich ja beim Steinschill so gesehen auch. Mit dem Köfi-Haken ist ja auch ein Einer. Groß 1. Also werde ich da auch bei bleiben und groß 1 lassen. Hauptsache, jetzt auf die schmalen Fieder knallen wir hier nicht die 5 Kilo Rapfen. Da hätte ich dann auch nicht so wirklich Bock drauf. Aber mal gucken, was so geht. Zumindest den Abend über in die Nacht hinein werde ich jetzt hier noch stehen mit dieser Art von Ködern und dann mache ich auch einen Schuh. So, Kenners, also die Montagen mit den Tauwurm und so, das war nichts, das hat nichts gebracht, ja. Also da lief nicht wirklich viel ein, außer der eine Barsch, dann hatte ich nochmal durchgetestet, Maiskorn, Erbsenbrei, diese ganzen Geschichten. Ich hatte noch einen Hit auf Weizenkorn, der ist mir aber ausgeschlitzt, das war wohl ein etwas größeres Tier, ich gehe davon aus, irgendeine Karpfenart. Welcher, kann ich euch nicht sagen, ich habe ihn ja nicht gesehen. Aber mit den kleinen Rollmontagen, mit der Sapre oder was ich da drauf habe, mit 9 Kilo Bremskraft, 9,9 Kilo Bremskraft, wenn da ein etwas größerer Karpfen, der schnurrt mich ab oder zurrt mich ab, dann muss ich hochgehen in eine Bremse und dann irgendwann schlitzt er aus. Dann ist das so, Pech gehabt. Muss man da halt vielleicht mal mit größerem Geschirr und dem Weizenkorn probieren, könnt ihr ja mal gerne machen. Ansonsten Steinschill und Rappen, hervorragend. Zwei Tiere, die man braucht, liefen auch gar nicht so schlecht ein in einer Stunde. Finde ich das jetzt nicht so schlecht für so einen Spot, den man eigentlich kaum beangelt oder den kaum einer auf dem Zettel hat, war es dann doch reichlich Steinschill und wie gesagt der Rappen. Steinschill haben wir im Café gerade, haben wir ein wenig Glück. Drei Stück mit 270 Gramm, dann nehmen wir die kleinsten Tiere und greifen einfach mal 49 Silber mit weg. So, aufgegriffen. Den ollen Steinschill. Jetzt gucken wir uns mal an, was der Rapfen bringt von 4, noch was Kilo. Ich sagte ja mal, ab 3 Kilo werden sie interessant. Und das ist auch so. Mit 4,5 Kilo sind wir bei 39 Silber. Das ist jetzt nicht so schlecht. 21 Silber für den Steinschill, auch nicht schlecht. Ab 1 Kilo wird dieses Tier dann interessant. Ja, aber auch der 500er kann sich sehen lassen, liegt so bei 10 Silber. Und so schwer sind die nicht aus dem Wasser zu drüseln. Ansonsten Rapfen, wie gesagt, 39 Silber für 4,5 Kilo. 2,5 oder 2,1 Kilo sind 18 Silber. Deswegen sagte ich mal, ab 3 Kilo wird dieses Tier interessant. Das ist dann so eine Schwellwertgrenze, die springt extrem nach oben. Und da könnt ihr richtig, richtig Silber mit fischen. Anders sind diese Tiere, da könnt ihr, das ist eine größere Laube. Aber sind Tiere, die wir brauchen für die Trophy, beziehungsweise für das Fischfangbuch. Und sie laufen da ein, genauso wie der Steinschill. Man muss sich nicht immer da unten an dieses olle Loch stellen, wie wir sehen. Ja, man muss sich nicht immer hier hinstellen und da reinfischen oder da und hier und Jig und das und hast du nicht gesehen. Man kann sich auch einfach da oben mal hinstellen mit Köfis und das Ganze mal probieren. Davon mal ab, geht da nicht jeder hin. Ich werde jetzt den Rest hier verklatschen. 152 plus die sind 200 Silber für den Sonntagstest. Recht angenehm, nehme ich gerne mit. Euch wünsche ich viel Petri. Wenn ihr Bock habt, versucht es da mal an den Totholz. Ja, packt euch Köfis ein, schmeißt das 20 Meter Clip direkt davor dieses Totholz und guckt mal, was ihr so an die Schnur bekommt. Vielleicht bekommt ihr auch riesig 1, auch riesige Fische. Ich nicht. Ich kann da nur empfehlen, bleibt einfach bei Groß 1. Groß 2 oder so. Dieser riesig 1 Haken hat mich einfach nur bitter enttäuscht. Ja. Also. Schönen Ostersonntag. Wünsche euch viel Petri. Ja. Feiert noch schön. Esst ein Stück Kuchen für mich mit. Trinkt ein Glas
Klötenklöm, ne? Oder Klötenköm, so rum, nicht Klötenklöm, sondern Klötenköm, ne? Klötenköm, Plattdütsch, bei uns in Hamburg, Klötenköm ist Eierlikör. So, wieder was gelernt. Also, Kinders, haltet euch, bleibt stabil und dann sehen wir uns das nächste Mal. Vielleicht mal an einem Ort, wo man gut fängt. Zurzeit ist es ja doch ein bisschen schwer, an guten Fisch ranzukommen. Also, macht es gut, bis dann.